Die Toten 3. Ist einfach keinen interessiert. So, ja, stürzt eh ab. Sagen, der Aufprall gleich könnte wehtun. Oh. Doch nicht. Und es werde Tag. Ja, hi, ist doch wunderschönes Wetter hier. Staubt zwar ein bisschen von oben, aber immerhin, wir sind draußen. Ye gods! Can it be? I'm... Ach, ich darf jetzt selbst... Oh. Infiziert von einem Gedankenschinder-Parasiten. Der Hölle entronnen und... Better 10 bugs than another day in the hells, than another hour. No doubt Zariel will be on my trail soon. Think I even spotted one of her hunters on the ship. I'd better get moving. Wo sind jetzt eigentlich die anderen hin? Ich rede gerade mit mir selbst, oder? Ja. Vergesst Jäger und Parasiten, ich mache mir mehr Sorgen darum, dass die infernalische Maschine ausbrennt. Vergesst Jäger, Parasiten und Maschine. Ich bin zu Hause. Oh Gott. Ah ja. Ich glaube, ich wäre von den Gedanken eher dabei. Ich habe einen Parasit im Kopf. Might even have a little fun bashing devil bootlickers along the way. Step 1. Get far away from anything with tentacles. Step 2. Stay calm and don't burn anything down. Step 3. Find allies who won't mind a friend who spends a lot of time talking to herself. Now, time to march. I've got a life to live. Finally. Okay, ihre Selbstgespräche feiere ich gerade irgendwie. Du kannst jederzeit ins Tagebuch schauen, um eine Zusammenfassung des bisherigen Abenteuers zu sehen. Das ist super. Finde ein Heilmittel, entkomme. Genau, das haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Verwüsteter Strand. Das sieht lecker aus. Aber wir hatten doch... Oh, da vorne liegt schon mal Schattenherz. Ist hier hinten auch irgendjemand noch? Nicht, dass da irgendwie einer im Wasser schwimmt und... Bist du ungeduldig, werte Dame? Oh, warte. Ich glaube, Schattenherz darf da noch einen Moment länger liegen bleiben. Ich habe da was gesehen. Es blinkt. Stufenaufstieg, Barbar, Stufe 2. Sehr schön. Okay, warte mal. Klassenmerkmale, Aktionen. Stufenaufstieg Barbar. Was kann ich jetzt tun? Ich habe plus 1 Stärke. Kann ich irgendwas ändern? Das sind immer noch die Fähigkeiten, die ich eh schon hatte. Achso, das sind die an der Seite hier. Okay. Bin ich doof oder sehe ich gerade einfach nur nicht, dass ich irgendetwas tun kann? Ich kann nichts großartig... Ach, Klassenkombinationen sind bei diesem Schwierigkeitsdeaktiviert. Oh. Ich habe einen Deppenmodus.
Okay, so viel dazu. Ist vielleicht doch ganz gut, nachdem das ein bisschen viel ist an Informationen. Oh, sehr schön. Tintenfischringe. Ja, scheinbar sind ein paar Dinge im Deppenmodus. Nein, eigentlich ist es ja der Story-Modus. Ich spiele tatsächlich auf recht leicht, eben weil ich solche Spiele noch nie gespielt habe. Es überfordert mich trotzdem ein bisschen, aber es ist nett, dass sie einfach mal kompliziertere Sachen deaktiviert haben. Extra für Leute wie mich. So, okay, ja. Wir gehen ja schon zu Schattenherz. Lebt die noch? Nein, sie hat sich den komischen Würfel in die Hand gerammt. Lady? Wecken wir sie? Weiß es ist Peaks. Ich wecke sie mal lieber auf, bevor das irgendwie, keine Ahnung, eine Handgranate oder so ist. You're alive. I'm alive. How is this possible? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Naja, gut, wir sind runtergefallen. Was ist aus unserer Git-Freundin geworden? Ich frage lieber mal nach den Leuten, weil orientieren kann man uns später immer noch. Looks like she ran off without us. Wir sollten nach ihr sehen, vielleicht ist sie verletzt oder Schlimmeres. Ja. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our head. Ja. Prinzipiell, wenn du von wir reden, dann arbeiten wir auch zusammen und dann ist jeder mehr wert. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Und was ist mit der anderen? Die soll nicht mitkommen, ihrer Meinung nach. Na schön. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Geschehen? Nichtsdestotrotz würde ich gerne die... Jede Hand, jede Waffe hilft uns. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, hier ist nirgendwo mehr was. Kann ich das? Ja, ich kann in Holzfester reinschauen. Sehr schön. Es ist nichts drin. Oh. Rucksack. Gegenstände hervorheben. Ja, das hab... Achso, ja, das Tutorial hat ja auch ein kleines Problem gehabt. Eben weil ich nochmal rekonstruieren musste, was ich gespielt habe ganz am Anfang. Was haben wir hier? Wir haben da noch einen toten Fischer. Okay, wir haben gar nichts von der Karte. Und da ist ein zerfleischter Fischer. Na, wundervoll. Oh. Aber das, ist das unsere? Unser Kumpel oder nicht unser Kumpel? Joink. Bitte was? Oh, ein Brief? Parfümierter Brief. Oh, jetzt musste ich gerade ernsthaft an diese dummen Diddleblätter von früher denken, wenn du dran gerieben hast, die dann so richtig ekelhaft gerochen haben. Okay, wir können Bücher lesen. Inventar öffnen, Doppelklick ein Buch, um es zu lesen. Ich gehe mal davon aus, dass mit Buch der Brief gemeint ist. Ja. Sei, ich liebe dich, da, ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen und wieder, bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen, lass uns nach Baldur's... Okay, ich werde Baldur's Gate sagen, weil ich das unter einem anderen Namen irgendwie nicht... Baldur's Tor klingt komisch. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist das auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke.
Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Ich habe das dumme Gefühl, das hat so nicht so ganz funktioniert. Kann das sein? Nachdem es ein Fischer ist, hat wohl nicht so funktioniert. Oh, kann ich Fische klauen? Oh, ich kann wirklich Fische klauen. Lagervorräte. Achte auf Essen. Darauf, Essen und Getränke mitzunehmen, die du brauchst, um während einer langen Rast Gesundheit und Ressourcen wiederherzustellen. Oh, ein Fischkopf, okay. Was haben wir hier hinten noch? Und das stimmt. Was haben wir hier? Seemanns. Ach du meine Güte. Ein... Ich werde jetzt nicht singen. Kann ich das mitnehmen? Tja, kann ich mitnehmen. Schön. Erstmal alles angrabbeln. Oh, Gold. Sehr schön. Wir haben Äpfel, Gold. Oh, kann ich... Na, lauf mal darüber. Meeresgras kann ich auch mitnehmen. Hm. Oh. Rezept freigeschaltet. Suspension aus Meeresgrad. Unter H. Nur herstellbares anzeigen. Na. Okay. Das ist... Ach du meine Güte. Das ist ein durchaus wichtiges Rezept. Was haben wir hier noch? Granaten. Sehr schön. Und das ist das Ding, was wir gelernt haben. Okay. Ah, wir brauchen 3 dafür. Was kann das dann? Wenn du mit dieser Substanz deine Lippen benetzt, hörst du gedämpfte Geräusche, Gedankenfetzen der Kreaturen in der Nähe. Okay. Also inhaliere ich es oder? Ja. Was wir dann nicht alles noch können. Noch mehr tote Fischer. Es ist vermutlich... Wobei, nee, wir müssen ja... Also was heißt wir müssen? Ich will jetzt noch die fehlenden Leute suchen. Ich habe auch schon gesehen, die gute Schattenherz hat auch schon einen Levelaufstieg. Was man bei Stürzen nicht so alles schafft. Da ist nichts drin. Ich entdecke Dinge. Was haben wir hier oben? Wegepunkte. Du hast einen Wegepunkt entdeckt. Ab sofort kannst du zu diesem Ort teleportieren, indem du ihn auf der Karte auswählst. Okay. Karte, allgemeines Tutorial. Dies ist eine Karte. Ja, ach nee. Du kannst Missionsorte ansehen und eigene Markierungen platzieren. Außerdem kannst du zu Wegepunkten teleportieren, die du entdeckt hast. Wähle sie dazu aus. Okay. Hier ist eine alte Tür. Verbündete Gegner. Ach, sehr schön. Gegner werden also auch markiert. Okay. Haben wir jetzt... Nee, der Fischer ist schon leer. Oh, Belladonna. Nehmen wir auch gleich mit. Du sollst es nicht ausrufen, du sollst es aufheben. Noch ein Rezept freigeschaltet. Okay. Wo sind aber die anderen? Du bist schon leer. Ah, da wären noch mehr Belladonna. Die sammle ich gleich ein. Bin jetzt auch nicht so gut. Mal schauen. Oh. Aber sind die gerade aus der Reichweite gelaufen? Kann das sein? Das haben wir jetzt erstmal hier vom Fischer noch ein. Alles mitnehmen, Vorräte. Wir haben ja eigentlich aktuell nichts. Okay, ich bin zu neugierig. Ich möchte unser Gehirnfreundchen... Gehirnfreundchen? Okay, ihr zwei seid... Nee, ihr drei seid definitiv nicht unsere Gehirnfreundchen. Das ist schade. Ob wir den nochmal wiedersehen? Unseren schönen Hund?
So, was machen wir denn? Geteilte Initiative. Gruppenmitglieder, die sich in der Initiativreihenfolge nebeneinander befinden, können jeder gleichzeitig handeln. Du kannst zwei frei zwischen ihnen wechseln und ihre... Okay. Also ich kann theoretisch hier näher dran laufen. Kann auf sie wechseln und... Okay. Okay. Na, du kommst eh noch. Rücksichtsloser Angriff. Wie viel Leben haben die denn überhaupt? Lohnt sich das? 8. Oh. Naja. Ich glaube, mit 8 brauchen wir... Ja, wobei, was ist, wenn wir nicht treffen? Ne? Weil die konnte doch einen Schlag gegen mehrere, oder? War das sie? Bis zu 3 Gegnern gleichzeitig. Oh, okay. Könntet ihr zwei nicht ein bisschen näher zueinander? Das wäre nett. Das wäre durchaus nett gewesen. So. Dann machen wir doch eher... Ja gut. Hauen wir den einfach weg mit dir. Wenn du dich konzentrieren möchtest, gern. Du hast auch zwei... Ja, wobei, du machst nicht so viel Schaden damit. Lenkendes Geschoss. Kann ich bis da hinten schießen? Ja! Sehr schön. Kannst du noch irgendwas machen, Mühle? Ready for another round? Ja. Stay focused. Du hast eine kleine... Kann es sein, dass das hier Schaden machen könnte, wenn ich drüber laufe? So. Rein als Überlegung. Mal gucken. Hau auch nochmal. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Intelligenzverschlinger Cerebellum. Ein Kleinhirn? Kombiniere 3 davon, um eine Suspension zu erzeugen. Okay. Wir können Gehirnpüree herstellen. Lecker. Haben wir hier? Ist auch nichts dran, okay. Wenn wir jetzt hier drüber laufen, tun wir uns... Ach so, ihr weigert euch drüber zu laufen. Okay. Lucky. Auch gut. Und du hast auch nichts drin. Ah, hier oben... Oh, liegt noch ein toter Gedankenschirm. Da können wir einfach hinlaufen. Ja, wir können hinlaufen. Hinklettern. Außer Schattenherz, die brauchte 3 Anläufe. Knorpelige Truhe. Schlichtes Gift. Okay, das nehmen wir auch gleich mit. Was ist das denn? Ich hoffe einfach mal, das Ding... Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich explodiert es nicht. So viel dazu. Oh, entführter Adeliger. Vielleicht hat er... Oh, okay. Ja, ich sollte vielleicht nicht immer auf alles draufhauen, was, ja, was da ist. Aber du hast, okay, du hast tatsächlich mehr Geld dabei, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Was haben wir hier noch? Da oben liegt noch ein Gedankenschinder. Mal ein Stückchen näher dahin. Was haben wir hier? Nix, okay. Stachelige Knolle. Sieht eher aus wie ein Seeigel. Aber okay. Beim Auftreffen und lassen alle Kreaturen in der Nähe bluten. Also eigentlich ist es eine Granate. Was bist du? Ätzende Knolle. Okay, lauter Granaten. Okay, sonst liegt hier oben nichts. Haben wir... Da sind wir jetzt hier wieder am Anfang, kann das sein? Ja, klettert hier mal. Nee, wir sind hier nicht wieder am Anfang. Wir sind an einer anderen Stelle. Du hast leider kein weiteres Gehirn dabei. And? Was end? Ja. In der Kiste ist nicht so viel. Oh, wobei Gold. Gold geht immer. Was haben wir denn hier noch? Meeresgras. Ach, da hinten ist das. Wo bist denn du? Da bist du. Okay, aber kein freundlich gesinntes Gehirn hier bis jetzt. Ja, ich suche das freundliche Gehirn. Ich möchte mein freundliches Gehirn wieder haben. Oh. Okay.
Hier könnte auch irgendwo wieder ein Schlüssel rumliegen. Verschlossen. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Haben wir nicht welche gefunden? Making me sweat. Wir haben noch welche gefunden, oder? Oh Gott, sagen. Oh, kann man... Kann man das Schloss kaputt hauen? Geht das? Oh! So viel dazu. Ja, jetzt liegen die Sachen verstreut. Wo liegen die denn? Da liegt es was. Und... Da oben liegt er. Okay, nur man kann es auch pragmatisch lösen, indem man einfach draufhaut. Hätte ich das jetzt früher gewusst. Okay, gut. Damit ist das auch geklärt. Unsere feurige Dame haut gegebenenfalls einfach drauf. Spart man sich das Werkzeug. Aber... So, das funktioniert nur dann, wenn ich weiter da bin. Was bist du da oben? Nö, nee, ist da noch jemand drin? Oh, Abgrund. Okay. Nee, ist keiner mehr drin. Du bist da oben keiner von denen, die ich suche. Ja, hey. Du brauchst Hilfe. Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Wir sind jetzt einfach mal nett. Okay. There. Can you see it? Nein. Oh. Just a dumb boar. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. Okay. So viel dazu. Wenn das ein Überfall sein soll, könnt ihr euch auf was gefasst machen, Elf? Wenn das ein Überfall sein soll, könnt ihr... Ach so. Ernsthaft? Das ist doppelt geschrieben. Okay. Na, warum nicht? Noch ein Schritt und ihr werdet das Messer fressen. Wir sind jetzt einfach mal... Don't we? Kooperativ. I saw you on the ship. Free. Scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacles... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. Oh ja, stimmt. Ich könnte Schattenherz jetzt mal... nicht weiter ignorieren. What was that? What's going on? Oh, wir haben alle Würmchen im Gehirn. Das ist der Wurm, der Gedankenschinder. Er verbindet uns. Gut, das haben wir jetzt schon mehrfach. Also so doof ist unsere Dame jetzt doch nicht. Of course. That explains things. Somewhat. And to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Okay. Entschuldigung angenommen. Schön, dass wir uns nun freundlich gesonnen sind. Ja, okay, im ersten Moment, wenn ich gedacht hätte, der ist auf der anderen Seite, hätte ich das vielleicht auch gemacht. A kindred spirit. Schattenherz ist einverstanden. My name is Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Nee, wir erzählen vielleicht nicht unbedingt die gesamte Geschichte. So, do you know anything about these worms? Ja, die Erfahrung haben wir gesehen. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Eigentlich müssen wir sie los. Yes, of course. But first things first. Ja, gut, okay. Oh, ich muss los, aber ihr könnt euch in meinem Lager... Nee, komm, you know, den nehmen wir direkt mit. I was ready to go this alone. Wie viele Leute können wir eigentlich gleichzeitig with mitnehmen? The herd
isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Der bleiche Elf. Okay. Ach, haben wir gleich alle Stufenaufstiege? Okay, machen wir gleich alle, bevor ich sie weiter... Vier inklusive. Okay. Okay. Stufe 2. Das können wir nicht auswählen. Das dürfen wir alles nicht. Haben wir irgendwas anderes angrabbeln? Ich glaube, das ist... ich glaube, das ist für kleine Deppen wie mich. Okay. Ach, wir können gleich alle Stufenaufstiege nacheinander machen. Sehr schön. Aber was kann der denn überhaupt? Was ist der denn? Ein Schurke. Okay. Ein bleicher Schurke. Was kannst du? Dunkelsee. Ah, ja gut. Feenblut. Okay. Geschicklichkeit. Na dann. Bitteschön. Hast du auch ein Level? Ich kann nur cast. Okay. Wir hoppeln mal wieder in der Gegend rum. Auch gut. Was haben wir hier noch rumliegen? Das flackert die ganze Zeit hier auf. Warte mal, wir nehmen mal wieder unsere... Wobei beide Damen können, glaube ich, vorne weglaufen. Sie hat ja zumindest ein Schild. Aber das ist nicht... Warte, da unten... Verängstigtes Wildschwein! Oh, sorry! Warte, ne? Können wir mit dem reden? Entschuldigung. Mit Tieren umgehen, beruhigend die Hände heben. Oh. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Schaffe es, die Hände richtig zu heben? Ja. Ich bin ein Tierfreund. Ich bin ein absoluter Tierfreund. Erfolgreich. The boar grunts and eyes you warily with its beady eyes. Okay. Schattenherz ist damit einverstanden. Sehr schön. Oh. Guckt misstrauisch. Versucht das Wildschwein schweigend näher zu locken. Keine Angst, ich tue dir nichts. Es wird vermutlich nichts wortwörtlich verstehen. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away. Okay. Mach's gut, Schweinchen. Tanzt die ganze Zeit? Okay. Klar. Sie ist jetzt gerade der Hölle entkommen. Ich glaube, da wird die auch die ganze Zeit tanzen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Kommen wir mal ganz kurz auf die... okay, wir sind schon ganz schön ein Stückchen gelaufen. Hier waren bis jetzt keine weiteren Freunde irgendwo. Das heißt, ich würde hier vorne mal rechts gehen. Kann ich hier oben drauf gehen? Ist hier oben irgendwas? Nö. Ich sehe nichts. Okay. Hätte ja sein können. Können wir hier durch die Pampa laufen? Let's march. Ah, hier, so. Nee, können wir nicht. So. Können wir mal schauen? Noch ein toter Gedankenschänder. Aber ich vermisse immer noch mindestens zwei Lebewesen. Bevor ich mich von den Tentakeln entferne. Aber hier waren wir schon. Ui, das klingt nicht gesund. Ich hoffe mal, das bricht jetzt nicht über uns irgendwie zusammen. Dann gehen wir mal außen lang. Ich traue dem Ganzen nicht. Footprints. There may be even more that survived the crash. Da! Ha! Die sieht man ja tatsächlich. Uralter Siegelkreis. Okay. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Huh. What's that? Das ist durchaus eine gute Frage. Ich kann aber nur angrabbeln, wenn ich es richtig sehe.
Wir haben ja etwas namens F5, also grabbeln wir es an und gucken, was passiert. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Ich habe vorher gespeichert und ich bleibe meiner Linie treu. Ich fasse es erstmal an. Autsch. Oh! A hand? Anyone? Du wirst ganz ruhig bleiben müssen, damit du ihn berühren kannst, ohne ihn zu verbrennen. Tief durchatmen, dann ziehen. Wer seid ihr? Wir fragen vielleicht erstmal, wer die Hand ist. Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, and we'll get properly introduced. Das ist zu gefährlich, ihn seinem Schicksal überlassen. Ah nee, komm, wir probieren es zumindest. Und wenn wir es nicht schaffen, kann es sein, dass wir ihn dann verkuppeln. Okay, wir haben es geschafft. So. Hallo, mein Freund, wer auch immer du bist. Go on. Keep pulling. Ohne seine schöne Kleidung anzusenken. Ja, hi. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Okay. Vorsicht, bisher war ich ruhig, aber wenn ihr mich berührt, könnte das euer Tod sein. Das klingt irgendwie wie eine Drohung, die eigentlich. Ich weiß nicht, wir müssen ihm. Wir fragen erstmal, ob alles okay ist. Friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Was? Wie seid ihr in diesen Stein gelangt? Okay, ich bin neugierig. I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. So I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Wie haben wir eigentlich überlebt? Das ist jetzt nicht ganz so korrekt, würde ich sagen. Das Schiff ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als gelandet bezeichnen würde. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. But even so, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Ja. Ich hätte es selbst nicht widerwärtiger beschreiben können. Ja, no, das you sugarcoating passt. It, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle. Okay, ich mag ihn. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most cleric skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Sorry, nö. Meine Hände taugen zu gröberen Aufgaben besser. Ich kann euch ein schnelles Ende anbieten, aber heilen kann ich euch. Okay, established das passt. Few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Yeah, come. Most excellent.
parasite shared is a parasite halved. Or was? Something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Okay. Tagebuch aktualisiert. Wir haben einen neuen Kumpel. Sehr schön. Und einen weiteren Wegepunkt entdeckt. Schau mal, wo sind wir denn jetzt? Jetzt habe ich die Orientierung wieder verloren. Nichtsdestotrotz müssten hier doch irgendwo noch Leute sein. Weil das Ding ist hier abgestürzt. Das heißt, hier irgendwo müssen doch noch weitere Leute rumliegen, hoffentlich. Denen es ein bisschen besser geht. Achso, ja, dich können wir natürlich auch gleich, bevor ich das vergesse. Stufenaufstieg, Magierstufe 2. Aha, okay, hier kann ich Entscheidung ausstehend. Okay, wenn ich mich entscheiden kann, sagt er das hier unten, das ist nett. Wenn ihr irgendwelche glorreichen Tipps habt, was ich als Erstling mitnehmen soll, also auf Stufe 2, ich gehe mal davon aus, dass ich die meisten Zauber dann noch weiter lernen darf. Person bezaubern. Bezaubere einen Humanoiden, damit er dich nicht angreift. Magisches Geschoss und Schild. Das klingt zumindest mal gut. Wo ist denn das magische Geschoss? Bist du das magische... Nee, du bist ein Eismesser. Erstmal gucken, was davon das magische Geschoss ist. Brennende Hände. Eismesser, lange Schritte. Magisches Geschoss. Dann nehmen wir dich mit. Und Schutz vor Gut und Böse. Schild. Okay. Zauber vorbereiten. Warte, kann ich das ändern? Oh, bekannte Zauber. Vorbereiten. Achso, ich kann jede Stufe andere Zauber vorbereiten? Du kannst nur jeweils eine begrenzte Auswahl an Zaubern wirken. Wähle aus, welche Zauber aus der Gesamtliste der dir zu bekannten Zauber vorbereitet sein soll. Zauber müssen außerhalb von Kämpfen vorbereitet werden. Das heißt, ich kann das aber auch später machen, ohne dass ich hier in Stufenaufstiegsbildschirm bin, oder? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, zumindest klingt die Beschreibung so. Oder muss ich dafür irgendwie im Lager zum Beispiel sein? Schau bei jedem Level drauf. Okay. Was haben wir denn? Schmieren. Bedecke den Boden mit Fett. Okay. Ach, der verstellt die Zauberpol. Okay. Ich sollte vielleicht zumindest mal Donnerboge. Wo ist denn mein magisches Geschoss? Wenn ich das schon lerne, dann sollte ich es vielleicht auch mitnehmen. Was ist das hier? Schlafen. Was haben wir? Hexenpfeil. Magierüstung. Hexenblitz und Sleep rauszunehmen. Das raus. Und du meinst Hexenpfeil, kann das sein? Ja. Du schreibst auf Englisch. Ich bin dessen Ganzen zwar mächtig, aber was soll ich denn stattdessen mitnehmen dann? Achso, Magic Missile? Ist. Was davon ist denn der Magic Missile? Magisches Geschoss, das habe ich ja schon drin. Dann das Schild. Nebelwoge. Hexenpfeil. Donnerwoge. Donnerwoge war, glaube ich, drin. Das habe ich versehentlich ausgetauscht mit magischem Geschoss. Magierrüstung. Denke, das passt doch jetzt erstmal hier, oder? So, dass sie liegend sind. Ich denke, das wird uns definitiv vielleicht noch helfen. Das ist das, was wir gelernt haben. Das ist zum Schutz und Donner. Ja. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Mit Hilfe vom Chat. Und sonst kann ich nichts machen. Ne? Nee. Hervorgerufene Klasse. Oh, wait. Ich kann doch ein paar Sachen machen. Okay, Unterklasse, Hervorrufung. Oh, das hätte ich wahrscheinlich bei den anderen auch machen können. Ich glaube aber, ich lasse das jetzt erst einmal so, wie es ist.
nachdem ich mich noch nicht ganz so viel damit auskenne. So. Ja, einmal clean gemacht. Nichtsdestotrotz suchen wir immer noch Freunde. Wir sind hier auf dem Weg. Hier geht es, glaube ich, wieder runter. Oh, wir sind... Ich glaube, der Magier sollte vielleicht nicht unbedingt nach vorne rennen. Keine Ahnung, könnte etwas ungesund sein. Der liebe Gale. Ah, hier liegt aber gar nicht. Oh, hier liegt nichts. Okay. Schurkenmorchel. Ah, ist ein Pilz. Und ab in die Tasche damit. Salze aus Schurkenmorchel. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Treppe. Okay. Ah, wir sind auf der anderen Seite. Ne, wir sind über... Wait, ich höre was. Ich habe etwas gehört. Irgendjemand hat gesprochen. Hier unten war eine Tür, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann in die Kapelle... Also hier... Es heißt Kapelle. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann unten in die Kapelle reinkommen. Verdrehte Ranken. Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Okay, folgen wir mal der Stimme. Was? Oh, vielleicht sollte ich das nicht die ganze Zeit machen. Ups. Bevor ich drin stecken bleibe. Okay. Ja, hi. You both twice as tall as me, but I have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Was hast denn du für ein Problem? Ich höre nichts im Schilde. Überzeugen, das Schiff ist voller Monster. Ich würde mich nicht in die Nähe wagen. Täuschen, ich glaube, das Schiff ist eine Invasionswaffe. Lauf weg, solange ihr könnt. Oh. Barbar einschüchtern. Nein, meins. Ah, okay. Charisma, D20. Täuschen. Auch ein D20. Einschüchtern haben wir einen Bonus. Ach komm. Wir sind ein Barbar. Das passt schon. Hey. Aber das war jetzt ein bisschen knackiger. Aber es hat funktioniert. Well, in that case. Come on, you beide einverstanden. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese! Now move it! Ich glaube, der ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. I thought we had a fight on our hands. Ah, nö. Geht auch ohne kämpfen. Zumindest mit ihr. Was haben wir hier? Nix, okay. Oh, Leute, habt ihr hier unten vielleicht was vergessen? Maybe. Ich würde nur sagen, ja, sie haben Sachen vergessen. Nicht das... Oh, okay. Ich gehe mal davon aus, die kann man noch für irgendwas gebrauchen und sei es zum Verkaufen. Eine Knobelknolle. Okay, da unten ist eine Tür. Aber... Okay, das klingt ein bisschen wie ein schreiender Affe, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Vogel sein soll. Time and the elements have left the plaque unreadable. Okay, kann ich nichts mitmachen. Nichtsdestotrotz. Oh, erkunde die Ruine. Ich will auch hier oben über die Tabs drüber gehen. Finde ein Heilmittel. Diener von niemandem, flicke das Herz. Geschafft die Schwertküste. Ich bin zu Hause. Ja. Achso, das ist ja das Herz. Von uns, weil wir, wie heißt das? Eieiei. Gehirn. Ich werde mir die Namen anfangs definitiv noch nicht merken können. Aber wir sind ja aus der Hölle entsprungen und wir haben ein kaputtes Flammenherz. Okay, und das müssen wir flicken. Gut. Regional, erkunde die Ruine und das sind unsere Begleiterquests. Okay. Wir haben
Einmal Schattenherz rekrutiert. Stimmt, haben wir eigentlich die anderen beiden haben's. Haben die uns die Namen genannt? Zumindest der Magier von Tiefwasser. Hey, ich kann doch mit dir auch reden, oder? So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising instruction. Okay. Oh, what's to tell? Bisschen arrogant ist er ja schon, back in the city. It's all rather tedious. Kann ich dich nicht nach deinem Namen fragen? Na gut, wir wissen es ja sowieso, aber... Nee. Wir haben 4 Plätze und 4 Leute wollen wir mitnehmen. Okay, ich bin zu neugierig. Ich will wissen, was da unten drin ist. Oh, warte mal. Kann man damit irgendwas machen? Ja gut, soweit war ich auch schon. No time to die. Kann die anderen irgendwas damit machen? There's something underneath here. Okay, er hat sich vorgestellt. Dann habe ich das einfach nur irgendwie durch zu viel Informationen verdrängt oder nicht 100% mitbekommen. There's something underneath here. Kann mir keiner sagen, was da unten drunter ist? Nö, ne? There's something underneath okay. here. Was haben wir hier? Die Ranken wieder. Versuchen wir jetzt einfach mal nicht reinzulaufen. Lauft ihr drumherum? Ja, ihr lauft drumherum. Sehr schön. Okay, die Tür ist zu. Have you given a book? Oh! Everything all right out there? Oh! Ach, weißt du was? Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob er uns glaubt. Ja. Schön. Hat direkt funktioniert. Scharlatan, zungenfertig. Astarion ist inspiriert. Du hast ein... Oh, das war jetzt zu schnell zum Lesen. Egal, wir gehen erstmal rein. Hi. Oh. Ja. Überrascht. Der Gegner... Die Gegner sind überrascht. Kann im ersten Zug nichts machen. Okay. Ich würde sagen, du gehst... Und wie Lebenspunkte hatten der gute 12. Okay. Dann machen wir mal Kampfesrausch. Ja. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Kampfrausch der Barbaren. Du hast eine Aktion als Ereignis... Ergebnis eines anderen Attributs, Merkmals oder Zustandes freigeschaltet. Sie verbleiben neben deiner Schnellleiste... sobald die Voraussetzungen gegeben sind. Okay. Oh. Ich stehe, glaube ich, ein bisschen in Flammen. Aber gut. Solange unsere Klamotten feuerfest sind, ist das ja nicht schlimm. Und jetzt... Bei Übertreibung... Egal. Ich will es jetzt erstmal richtig machen. Und jetzt kann ich angreifen. Oh. Jetzt habe ich keine Bewegungsrate mehr. Ach so, weil die im Weg stehen. Ernsthaft? Bin die nicht zu weit gehen? Was? Ist das dein Ernst? Achso, ich kann meine eigenen Leute schlagen? Ernsthaft? Oh. Okay, neue Erkenntnis. Ich kann meine eigenen Leute schlagen. Das ist jetzt ein... Ups. Entschuldigung, Dude. Ups. Das war jetzt keine Absicht. Jump. Jetzt kann ich sowieso nichts mehr machen. Bonusaktion. Die Bonusaktion habe ich schon weg. Kampfrausch und Zaubertricks könnte ich noch machen. Ich hätte vorspringen können. Ja. Heilen. Ja, dann lerne ich auch gleich das Heilen, würde ich sagen. Bitteschön. Entschuldigung, Astarion. Das war keine Absicht. Was kann denn der Gute? Hinterhältiger Angriff. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei einem Gegner, gegen den du im Vorteil bist. Sonst hat der durchbohrende Schlag Stichschaden. Probieren wir das doch mal damit. Klaffende Wunde, jetzt blutet der, ne? Ja. Oh, unser armer Astarion blutet auch. Gehen wir hier aus dem Weg.
Ist natürlich schön, dass der so richtig mitten im Weg. Warum war die Barbarin eigentlich nicht vorne? So ganz, ganz blöd. Leuchtendes Geschoss. Oh, kritischer Fehlschlag. Als kritischer Fehlschlag, ich habe mir was getan, oder? Ausführbare Ressourcen, genau. Bonusaktion. Stoßen. Versucht ein Ziel wegzustoßen, deine Chancen hängen von der Athletik ab. Okay, tauche eine Waffe in eine Oberfläche ein. Gut, Oberfläche ist das jetzt nicht unbedingt. Nochmal draufhauen kann ich nicht. Heilendes Wort kann ich. Heile eine Kreatur, die du sehen kannst. Funktioniert das? Kann ich Astarion? Okay, sehr schön. Ich kann Astarion heilen. Sorry, Dude. Unser lieber Magier kann gleich erstmal mit einem magischen Geschoss draufhauen. Oh. Wie oft kann... Ah, dreimal. Oh. Tag beendet. Deine auffüllbaren Ressourcen schwinden. Lege eine lange Rast ein, um Trefferpunkte und andere Ressourcen zurückzugewinnen. Rastmenü öffnen und lange Rast beginnen. Aber mir sagen, wo mein Rastmenü ist, hat er mir jetzt nicht, ne? Ich bin davon aus, dass das hier ist. Tagebuch, Karte, Ping kann... Achso, ja gut, das ist ja auch im Multiplayer möglich. Ah, hier, Lager- und Rastmenü. Zum Lager, lange Rast, kurze Rast. Du kannst zweimal täglich 50% deiner Trefferpunkte wiederherstellen. Und lange Rast. Okay. Machen wir erstmal eine kurze Rast, würde ich sagen. Okay, Astarion geht's wieder gut. Sehr schön. Bis ich raus habe, was ich alles machen kann, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Dunkelheit. Okay, das kann ich an- und ausmachen. Benutze eine Lichtquelle wie eine Fackel oder einen Lichtzauber. Haben wir denn überhaupt einen Lichtzauber? What am I to do? Hast du einen Lichtzauber? Wunden verursachen. Ne? Das ist kein Lichtzauber. Du genauso wenig. Und... Oh, nö. Warte mal, aber hab ich nicht... Ich überleg gerade... Ich habe eh schon so viel Zeug in der Tasche. Ich könnte mal gucken. In der Gruppenansicht kannst du das Inventar aller Gruppenmitglieder ansehen. Okay, das ist gut. Sehr, sehr schön. Okay, das ist übersichtlicher. Steuerung links klicken für... Was auch immer ich jetzt Steuerung links klicke. Du hast sehr viel Zeug in der Tasche. Schlafsack. So, hatten wir hier irgendwo irgendeine Fackel? Ich meine, ich habe eine aufgesammelt, bin aber nicht zu 100% sicher. Hm, wenn hat sie das Ganze? Oh, genauso gut wie das von den anderen, aber... Die Fackel hat Karlach Auto... Ach so! Ah, okay, das erklärt, warum ich die Fackel nicht finde. Okay. Was haben wir hier noch? Wir haben Alchemiebeutel, okay. Ein Ring, schlichte Robe, Rüstungsklasse 10. Haben wir vielleicht irgendjemanden mit weniger Rüstung? Ne? Astarion ist 11 und du hast genau die gleiche Robe an. Okay, gut. Damit bringt uns die nicht so ganz so viel. Mittlere Rüstung. Die ist aber besser. So, weil ich ja auch nur Kleidung anhab. Ups. Dann würde ich mal sagen, unsere Frontdame kriegt vielleicht mal was Besseres. Die habe ich vorhin vergessen. Großschwert. Zweihandaxt. Ob ich jetzt die Zweihandaxt... Beides zweihändig? Geh mal davon aus. So. Passt zu ihr. Barbarenkleidung. Dann haben wir dunkler Oh, das sind menschliche Gehirne. Ups. Okay. Wir haben zwei menschliche Gehirne. Okay. Das ist ja nett. Ah.
okay. Und wenn ich so klicke, bin ich wieder im Einzelmenü, ne? Ja, okay. Und dann möchte ich einmal bitte nach Typ sortiert haben. Eventuell kleiner Tipp zum Barbar. Du kannst mit der Armor keinen Kampfrausch mehr benutzen. Oh! Okay. Ja, das ist doof. Hm. Wer kann nur Kleidung anziehen? Ja, dann sollte ich vielleicht das anbelassen. Dann könnte aber der Schuppenpanzer vielleicht jemand anderes anziehen. Kann ich das da unten hinziehen? Ja, okay. Ein Lederhelm? Gilt das für alle Rüstungen? Also kann der auch keinen Helm oder sowas? Also sie keinen Helm oder sowas noch anziehen? Aber das wäre ja auch... Wir haben noch eine Fackel. Okay. Sehr schön. Hat die da... Wucht. Aber das Gleiche, ne? Ja, ist das Gleiche. Okay. Das heißt, wir können im zweiten noch eine Fackel in die Hand drücken. Der Helm sollte gehen. Okay. Oh, wir haben einen altmodischen Hut, können wir ja auch aufsetzen. Okay. Aber ich... Oh. Okay, das schaut... Okay. Das können wir auch also ändern, wie wir aussehen. Okay, Rüstungsset ein- oder ausblenden. Okay. Eieiei. Sonst haben wir... Ach so, okay, wir haben Fallenentschärfung und wir haben Diebeswerkzeug. Ich wusste doch, wir haben was aufgesammelt und wir haben einen Schädel. Oh. Den Helm am Helm selbst ausblenden. Ah, okay, ja. Bei Dialogen ausblenden. Helm komplett ausblenden. Danke. Weil das schaut... Helm schön und gut, aber er schaut ein bisschen doof aus. Was haben wir hier? Polierte Halskette, die macht auch nichts. Wir haben einen Ring, der ist vermutlich auch zum Verkaufen. Und das Silbermedaillon. Oder was passiert, wenn ich T drücke? So. Nix. Okay. Wir haben eine Flöte. Oh, wir haben eine Flöte. Cool. Seemannsleder. Das ist die ätzende Knolle. So, ansonsten haben wir, glaube ich. Nichts, was wir ihr noch anziehen könnten. Wir haben nur hier ein Hut, eine schlichte Robe, die wir nicht gebrauchen können und... Okay. So, warte mal. Wir müssen ja gucken, dass wir das zu ihr rüberbekommen. Was hat sie an? 13. Mittlere Rüstung, Kettenhemd. Das heißt, sie könnte aber was damit anfangen, weil das war doch 14, ne? Ja. So, du kriegst das... So. Schön eng. Hübsch. So. Kettenhemd versus Schuppenpanzer. Nachteil Heimlichkeit. Okay. Ist das ein Ding von einer... Die hat den Nachteil nicht. Okay. Soll ich eher gucken, dass sie diesen Heimlichkeitsnachteil nicht hat? Oder mehr Rüstung? Ihr kriegt auf jeden Fall... Wer von euch kriegt denn die Fackel? Oder du kriegst die Fackel. So. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was das Symbol da unten bedeutet. Gut. Wir haben automatisch, wenn das im Inventar ist. Okay. Wir lernen, wir lernen, wir lernen. Okay. Huch, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Und kriegt jetzt trotzdem erstmal mehr Armor. Wenn das nicht stimmt, ist der Chat schuld. Okay, du hast Diebeswerkzeug. Gibt es? Kann es? Hat er vielleicht einen Bonus beim Benutzen von Diebeswerkzeug? Jeder Fingerfertigkeit. Okay, vielleicht sollten wir ihm die ganzen Dinger hier von in die Hand drücken. Weiß nicht, ist vielleicht schlauer. Weil ein Schurke dürfte hoffentlich besser da drin sein. Genauso wie im Entschärfen. Oder? Ja, Fingerfertigkeitswurf. Genau. Okay, was haben wir hier? Schriftrolle der Wiederbelebung. Das dürfte... Ja, das darf jeder behalten. Was hast du? Ölflasche.
Nur die halbe Bewegungsrate. Okay. Das ist in Ordnung. Trank der Unsichtbarkeit und sonst hast du nichts groß Sinnvolles mehr. Was hast du in der Hand? 2 bis 7, ein... Okay. Übung mit diesem Waffentyp schaltet frei. Haben wir etwas anderes, was wir ihr in die Hand drücken können? Das sind nur Runenscheiben. Mal gucken. 2 bis 7, 2 bis 7. Ich glaube tatsächlich nicht, aber wir können ihr zur Sicherheit eine leichte Armbrust noch in die Hand drücken. Sie hat auch noch eine leichte Armbrust, aber du hast einen Bogen, mit dem du 4 bis 9, 2 bis 9. Na gut, dann bleiben wir vielleicht besser bei 4 bis 9. Das funktioniert vermutlich besser. Sonst haben wir eine Flasche. Okay. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen sortiere, damit das nicht ganz so chaotisch wird. Du kriegst vielleicht mal die Gehirne in die Tasche. Was haben wir hier? Schlichtes Gift noch. Jo. Ich denke, so dürfte es jetzt erst einmal passen. Weil mittleres Kettenhemd, weiß ich nicht, ob wir das Astarion oder Gale anziehen sollten. Ich glaube eher weniger. Ein Schädel. Ja, warum nicht? Wir haben auch Gehirne in der Tasche. Und Wasser. Das beste Quellwasser der Schwertküste. Praktisch in eine Flasche abgefüllt. Okay, das heißt, wir können auch zwischendurch trinken. Aktuelle Erfahrung. Okay. So. Ich denke viel mehr... Ein Zauberbuch? Okay. Ich erkunde und finde Dinge. Okay. Kleriker 5 von 5. Das sind... Okay. Ach schön, das heißt, ich kann mich vielleicht irgendwann mal zwischendrin hier hinsetzen und einfach mir die Sachen hier in Ruhe lesen. Weil das doch sehr viel Information ist. Sehr viel Information. Okay, hier sind die Charakterbögen. Was können unsere einzelnen Leute... Ach, sehr schön. Hier steht drin, was die Einzelnen können. Hallo. Hier, so jetzt da. Okay. Ach, Karlach kann auch Fingerfertigkeiten. Okay. Ja, aber ich glaube, Astarion könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Ganz minimal. Okay. Du hast auch... Ja, der Herr ist... gut für Hinterhalte. Ah, mit Tieren umgehen. Überlebenskunst. Oh, das sieht ja genauso aus wie bei D&D. Oder bei so ziemlich jedem anderen Rollenspiel. Aber damit komme ich klar. Was ist hier? Attribute. Okay. Passt. So, dann belassen wir es jetzt erstmal dabei. Das lese ich mir am besten irgendwann zwischendurch mal ganz in Ruhe durch. Aber wer bin ich denn überhaupt? Du machst das bitte mit der Tasche. Unsere kleine Müllschluckerin. Okay, Flasche. Ah, noch eine Fackel. Jetzt. Wie mache ich jetzt eigentlich die Fackel an? Habe jetzt schon wieder nicht aufgepasst. Hier unten, Lichtquelle ein, aus. Kann die Lichtquelle leer werden? Ja, ich weiß, dass das D&D ist. Ich meinte, Pen and Paper eigentlich. Ah, okay. Das heißt, in der Zeit, wo sie die Lichtquelle anhat, hat sie... Ey, das ist, um Schnellleisten einen Gegenstand hinzuzufügen, ziehst du sein Symbol aus deinem Inventar an den gewünschten Ort. Okay. Das mache ich aber vielleicht jetzt gerade nicht. Okay. Das ist die Fackel, die wir ausgerüstet haben. Das heißt, irgendein anderer armer Depp darf jetzt auch eine Fackel in die Hand nehmen. Wo ist denn die Fackel? Nee, das ist die, die wir ausgerüstet haben. Das ist die zweite. Da kriegst du auch eine. Wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. Bitteschön. Okay, so, jetzt. Zweite mit... Ja gut, das hier ist aber auch D&D und nicht gleich Pen and Paper.